Hallo zusammen, jetzt bin ich hier in Austin bei der South by Southwest. Das Festival ist quasi vorüber. Der Moment, die Gelegenheit, eine Zusammenfassung zu filmen. Und da kann mir keiner besser ins Papier oder hier vor die Kameralinse laufen als Mirko Kaminski, der auch die ganze Woche hier war und alle Panels und Talks mitbekommen hat. Alle leider nicht. Nicht alle, aber sehr viele. Mirko ist da sehr, sehr gewissenhaft im Gegensatz zu mir. Deshalb auch die Chance für mich noch alles rauszukriegen, was hier so passiert ist. Mirko, fangen wir an. Erster Eindruck, erstmal generell. Du bist ja nicht zum ersten Mal hier. Was ist Southwest 2018 für dich? Also einmal ist es komprimierter geworden. Das ist toll, weil man in den Vorjahren ganz, ganz viel laufen musste. Das war über die ganze Stadt verteilt. Jetzt sind mehr Hotels gebaut worden, weil Austin unglaublich schnell wächst. Und deshalb sind die Wege auch kürzer geworden. Du musst dich nicht mehr in die Rikscha setzen oder ins Taxi oder ins Lyft oder ins Uber, sondern kannst direkt gehen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass viel, viel mehr Deutsche da sind. Also die Deutschen sollen tatsächlich unter den Besuchern nach den Amerikanern die zweitgrößte Community hier sein. Ganz viele Corporate-Leute, Entscheider aus Unternehmen, Verlagen, Marketing, Kommunikation, die digitalen natürlich. Das ist mir aufgefallen. Und dann ist mir als Drittes aufgefallen, dass es zwar vordergründig um Technologien, Innovationen geht, aber eigentlich immer mehr um den Menschen. Also, welches sind menschliche Bedürfnisse? Wie kann man menschliches Lernen fördern? Wie kann man das Thema Gesundheit fördern mittels Technologien? Wie kann man beispielsweise aus HR-Sicht das perfekte Team zusammenbauen? Worauf ist dabei zu achten? Und, und. Also der Mensch steht eigentlich im Vordergrund hier.